Hallo und herzlich willkommen zu Knights of Azur 2. Ein neues Spiel aus dem Hause Gast. Und es gehört zu der Beautiful Girls Trilogie. Also Gast hat dieses Jahr drei Spiele für die PS4 rausgebracht, sonst früher immer nur PS3 Spiele. Und diese drei Spiele, nämlich Atelier Firis, Blue Reflection und eben Knights of Azur 2, wurden in einer sogenannten Beautiful Girls Trilogie zusammengefasst. Ihr kennt ja vielleicht Knights of Azur, den ersten Teil. Und ich kann schon mal sagen, der zweite Teil ist im Prinzip genauso, aber doch wieder anders. Und inwieweit, das wollen wir uns jetzt mal anschauen. In einem neuen Spiel. Ich habe übrigens den Vorgänger nicht durchgespielt, sondern nur so rund 10 Stunden gespielt. Er hatte halt seine Licht- und Schattenseiten. Aber ich fand ihn eigentlich ziemlich gut. Auch hier geht es wieder um dieselbe Geschichte. Also früher gab es einen bösen Nightlord und seitdem ist jetzt die Welt so, dass es halt dieses blaue Blut gibt, überall Dämonen rumgeistern und so weiter. Also ich fühlte mich quasi schon sehr an den ersten Teil erinnert. この強行地をまでエスコートするのです。これは重要な任務ですよ。くれぐれも。リリアナ。リリアナ。ルエンハイド。そして私。あの頃は毎日が夢のようだった。いつまでも一緒だと思っていたのに。 Ja, als ich das gesehen habe, dachte ich, das Spiel muss ich unbedingt zeigen, weil es ist unheimlich stylisch gemacht. Also wenn man das mit dem Vorgänger vergleicht. Hier fühlt man doch sich direkt in Transsilvanien. In Bram Stokers Dracula. Ja, unsere Protagonistin hat zwei alte Freundinnen aus Kindheitstagen. Und zwar einmal Liliana und einmal Ruinheit, glaube ich, hieß sie. Und eine von den beiden, nämlich Liliana, soll sie jetzt eskortieren. Auftrag von der Kurie, ja, die Kurie gibt es immer noch. Warum wir sie eskortieren sollen, wissen wir nicht, werden wir aber innerhalb dieses Angespiels nochmal erfahren. Ich kann schon mal sagen, es gibt wieder Mädchenfreundschaften der besonderen Art. So, ich muss es auch ein bisschen für die Leute noch erklären, die noch kein Knights of Azur gespielt haben. Es ist, sind Echtzeitkämpfe, ziemlich vieles Button-Gehäcksel. Aber es hat eben auch Rollenspielelemente. Ja, hier sieht man schon, wir haben jetzt hier Angriffskombinationen und so weiter. Das ist alles nicht direkt mein Skillgebiet, aber ihr werdet sehen, dass auch ein Körperklaus, wie ich es bin, ganz gut mit dem Spiel zurechtkommen kann. Jedenfalls am Anfang. Und ansonsten gibt es drei Schwierigkeitsgrade. Ich habe jetzt hier den mittleren eingestellt. Man kann das auch sonst auf leicht stellen und dann sollte alles überhaupt kein Problem sein. Weil es geht meiner Meinung nach hier um den Style des Spiels. Und ich finde, grafisch hat sich schon mal sehr viel getan. Das sieht man ja auch schon an Atelier Firis und an Blue Reflection, dass Gast da ganz neue Wege geht. Und was hier halt besonders gut rüberkommt, ist die Atmosphäre. Also jetzt haben wir hier halt die Möglichkeit, entweder noch zu blocken oder auszuweichen oder einfach stumpf draufzuschlagen, was wir sowieso immer die ganze Zeit machen. Mit den Kombos habe ich es noch nicht ganz so. Ich weiß noch nicht, warum ich manchmal eine auslöse und manchmal nicht. Das spielt aber später auch keine große Rolle.
weil wir kriegen noch Begleiter in dem Spiel. Und es war ja früher so, dass wir... Man kann die Kamera übrigens auch locken gleich. Also ich spiele aber eigentlich immer mit ungelockter Kamera. Sonst hatten wir immer Monsterbegleiter. Und das ist hier nur noch teilweise so. Das ist übrigens Liliana. おじょうさん、だって、もう少しでリリアナ。私そんなに変わった？うん。少しは大人っぽくなった。え？アルーシャは変わってないかな？行きましょう。リリアナ。 Ja, das ist ja ein Zufall. Haben wir sie direkt getroffen, die Liliana, die wir zur Kurie begleiten sollen. Arushe. Arigato. Tasukete kurete. Ihr hört übrigens Sprachausgabe auf Japanisch. Man kann sie nicht auf Englisch stellen. Es gibt nur japanische Sprachausgabe. Und es gibt auch keine deutschen Bildschirmtexte. Die Frage kommt ja immer wieder, aber dafür sind die Verkaufszahlen einfach nicht gut genug in Deutschland, als dass ich eine deutsche Übersetzung lohnen würde, gehe ich mal von aus. Arushe, Kega wa nai? Chayou ni hitori de tachimukau da nante. Daijoubu datte. Kore demo kishi toshite shigyou shite run da kara. Und mein erster Eindruck, als ich Alush gesehen habe, war, dass sie mich so ein bisschen an die Protagonistin von Tales of Berseria erinnerte. Wie hieß sie noch? Nicht Velvetis, aber so ähnlich. Ich komme nicht mehr drauf. Also eben auch ein bisschen aus härterem Holz. Sie ist ja auch Ritter geworden. Übrigens die Lichteffekte, die werden wir in dem Spiel noch häufiger sehen. Mein erster Eindruck war, da hat jetzt jemand mal so neue Grafikfeatures entdeckt und probiert da mal so ein bisschen mit rum. Aber die nächsten Eindrücke sind doch nicht schlecht. Also auf jeden Fall besser, viel besser als früher. Ja, Alushe ist Angestellte der Kurie, also quasi der Kirchenleitung. Und ja, wird dann wahrscheinlich irgendwie Dämonen bekämpfen oder so. Demo, kochi mo bikkuri shita yo. Totsuzen kyoukou-sama kara. Miko, Liliana o kyoukou-chou made eskorto suru no desu. Ja, Alushe hätte natürlich nie damit gerechnet, jetzt Liliana wiederzutreffen, wenn nicht der Auftrag von der Kurie da gewesen wäre. Und wahrscheinlich werden wir auch, also ich nehme es schon mal vorweg, wir werden natürlich auch Ruhenheit wieder treffen. Und das ist schon mal der erste Unterschied zum Vorgänger. Da war es ja quasi eine Zweierbeziehung, könnte man sagen. Fragt mich jetzt nicht mehr, wie noch die Protagonistinnen hießen, die beiden. Aber hier sind es jedenfalls mehr als zwei Personen, die umherziehen können. Und, achso, ich weiß nicht, ob ich eben den Satz überhaupt beendet hatte. Wir haben jetzt nur noch zwei Monsterbegleiter. Also es wird nach wie vor eine Party aus vier Personen. Alushe als Anführerin, dann eine menschliche Begleitung und zwei Monsterbegleitungen. Liliana, koso. 教皇様から名前を呼ばれる巫女になるなんてすごいよ。 Ach, das war der Papst selbst, der da gesprochen hat. Also wahrscheinlich dann wohl eine Päpstin. もしかしてリリアナは世界を救う巫女になれるんじゃないかな。 Ja, vielleicht wird aus Liliana ja noch die Priesterin, die die Welt rettet. Aber vor dem Weltretten stehen natürlich noch ein paar Tutorials an. Die gehen wir jetzt mal eben durch. Das geht auch relativ schnell.
Da bekommt ihr dann auch ein bisschen Eindruck, was es alles so für Kampfoptionen gibt, weil es sind ziemlich viele Knöpfe, die man hier drücken kann. Mir ist es meist ein bisschen zu kompliziert und ich beschränke mich dann auf wenige Knöpfe, beziehungsweise auf die, die auf dem Bildschirm eingeblendet sind. Das ist auch immer ganz hilfreich. Ja, Liliana kann auch kämpfen. Liliana. Ach so, und merkt euch übrigens mal Alushis Augenfarbe. Ja, die kämpfen jetzt beide als Team und das ist auch ein wesentlicher Aspekt des Spiels. Wenn man mit Leuten zusammenkämpft und auch möglichst Combo-Aktionen mit denen macht, dann steigt der Freundschaftsgrad zwischen diesen beiden Figuren und dann schaltet man auch Story-Events frei. Das heißt, man kann sich später aussuchen, mit wem man umherzieht. Die Zeit ist auch begrenzt, die man dafür zur Verfügung hat und dann schaltet man entsprechend die Story-Parts dieser Personen frei. Jetzt ist auch noch ein guter Zeitpunkt, mal zu erwähnen, warum ich Knights of Azur 1 überhaupt nicht durchgespielt habe. Es war dann doch ein bisschen zu grindig, also ein bisschen zu langweilig, diese Standardkämpfe, die man zwischendurch immer wieder hatte. Man ist immer wieder von Region zu oder zwischen den Regionen hin und her gereist und hat dabei dann immer wieder gegen dieselben Monster gekämpft. Und das war ein bisschen zu viel. Das ist ja generelles Problem für mich in JRPGs, dass es oft zu viele Kämpfe gibt, die zu wenig Abwechslung bringen. Das Spielsystem selbst fand ich sehr kreativ, dass man quasi das eigene Kämpfen war sekundär. Das Wichtige war, dass man seine Monsterbegleiter, seinen Begleitern da in Echtzeit die richtigen Kommandos gibt und so. Das war nett. Das ist hier übrigens auch wieder ähnlich. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe es jetzt gerade mal eine Stunde angespielt. Und da kann ich noch nichts dazu sagen, wie jetzt hier die Langzeitmotivation ist und so. Aber ich fand es auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung zum Vorgänger in der optischen Aufmachung. Und deshalb finde ich es ganz komisch. Ich habe mal auf Metacritic geschaut und gesehen, es wurde insgesamt mit 68% bewertet. Und wisst ihr, mit wie viel Prozent der Vorgänger bewertet wurde? Genau, auch mit 68%. Das muss man dazu sagen, bei Metascore, da fließen ja auch immer Stimmungen mit ein von Leuten, die vielleicht das nicht mögen, wenn in einem Spiel leicht bekleidete junge Damen zu sehen sind und das negativ bewerten. Aber generell kann man sagen, ist eine Wertung von 68 ganz okay. Also da gibt es auch Sachen, die schlechter bewertet sind und die ich trotzdem gerne spiele. Und auch Sachen, die besser bewertet sind und die mir überhaupt keinen Spaß machen. Gut, jetzt erklären wir Lili. Übrigens, einmal gibt es natürlich Liliana, aber überhaupt werden die Gefährtin von Alushe alle Lilis genannt. Ich weiß nicht warum. Also Lili ist hier quasi das Synonym für Kampfbegleitung. Wir sollen also möglichst die gleichen Wesen angreifen wie Liliana. Und dann kann uns Lili am besten unterstützen. Ich mache jetzt hier mal mit Lock-On. Aber trotzdem kann ich auch in die falsche Richtung schlagen. Okay. Übrigens, wenn ihr da mal so kurz Blütenblätter fliegen seht, das ist halt, wenn Synchronangriffe geklappt haben, also wenn wir gemeinschaftlich mit Liliana agiert haben. Und dadurch werden dann auch so Kombos aufgeladen. So, das sollten jetzt alle gewesen sein. Ja, das glaubst du. Ha ha ha!
Zeit einfrieren. Das fällt mir jetzt erst beim zweiten Mal auf, als ich das vorhin mal eine Stunde angespielt habe. Es ist mir nicht so deutlich geworden, aber das könnte später noch eine wichtige Rolle spielen. Vielleicht kann Liliana ja die Zeit aufhalten. Denn die Zeit ist extrem begrenzt in diesem Spiel. この力、誰かのために使いたいの。Das zieht sich übrigens auch wie ein roter Faden durch die ganzen Gastspiele, dass nämlich die Protagonistinnen immer anderen Menschen helfen wollen. Also hier auch Liliana, sie will halt durch ihre Priesterrolle den anderen Menschen helfen. Genau wie Firis mit ihrer Alchemie. Obwohl bei Blue Reflection Hinako will's, also hilft zwar anderen Leuten, aber will es eigentlich gar nicht. Ne? Sie macht das so mehr, weil sie es muss. Genau, auf zur Kurie. Aber das Tutorial ist noch nicht vorbei. Ja, die Kutsche ist leider hinüber, muss zu Fuß. Genau, das ist auch ein bisschen hübscher gemacht, teilweise jedenfalls. Ja, jetzt wollen sie uns mal die Bewegung erklären. Okay. Also, rumlaufen, übrigens gefällt mir nicht. Das gefällt mir aber in fast keinem Spiel, wie die Figuren sich so bewegen. Hier geht es noch, hier haben die wenigstens keinen kaputten Rücken. Ich kann übrigens mich langsam bewegen oder schnell rennen. Aber es ist manchmal ein bisschen sehr hektisch, wenn man jetzt hier rennt. Springen sieht auch eher komisch aus. Ansonsten die Grafik finde ich super. Gucken uns hier das Menü nochmal eben an, genau, war eben falscher Knopf. Hier haben wir jetzt irgendwelche Missions-Icons. Da unten geht es halt weiter bei diesem Buch. Was ich aber nochmal zeigen wollte, die Collection. Wir haben jetzt schon Sachen gesammelt, zum Beispiel Charaktermaterial. Wenn ich jetzt hier das Buch sehe, das gefällt mir gut. Stylisch aufgemacht, so stellt man sich dann eben auch so ein Hilfebuch vor oder so ein Monsterhandbuch oder sowas in der Richtung. Wenn ich jetzt aber draufklicke, sieht es auf der linken Seite okay aus, aber auf der rechten Seite ja einfach wie so eine Internetseite aus den 80ern oder so, weiß ich nicht. Hier das Demon, Nightlord, Blue Blood, Fiend. Das ist alles unschön aufgemacht, also da fehlt mir so ein bisschen ja ein paar Symbole oder ein paar Verschnörkelungen, genau das war das Wort, was ich eben suchte. Gut, dann gehen wir mal eben schnell hier weiter. Ich glaube, eine Aktion haben wir jetzt hier noch. Genau, jetzt wird uns noch erklärt, dass wir mit R3 das Ziel fixieren können. Und wir können unseren Partymitgliedern Befehle geben. Entweder konzentriert alle auf ein Ziel, alle auf ein unterschiedliches Ziel oder frei in ihren Entscheidungen. Ich werde mal sagen Fokus. Vielleicht ist es dann leichter, dass wir halt auch Combo-Attack machen. Also dieses Double-Attack, was ihr da aufleuchten seht. Das ist halt, wenn wir selber das gleiche Ziel angreifen. Wobei ich überhaupt keine Ahnung habe, was Liliana jetzt hier angreift und was ich. Ich nehme halt das, was meinem Schwert am nächsten ist. Übrigens, Waffen gibt es unterschiedliche. Skillsystem, man kann in drei verschiedenen Kategorien Skills aufleveln. Das ist sehr schön
individuell gestaltbar. Übrigens habt ihr gerade so eine Gitterwand gesehen. Das ist immer dann, wenn so ein Kampf ist, dann wird das Gebiet abgeriegelt, dass man dann da nicht aus dem Kampfgebiet rausfliehen kann. Wir haben übrigens als Angriff jetzt nur bisher Quadrat und Dreieck, also als normalen Angriff und starken Angriff. Und jetzt werden uns gleich noch die ganzen Kombo-Sachen erklärt, die wir dann meistens mit unseren Partnern zusammen machen. Auch das hier ist schön gemacht für Gastverhältnisse, muss man immer sagen. Ist ja kein Skyrim hier. Genau, nachts laufen die Dämonen rum und ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass es in dem ganzen Spiel immer nur Nacht gibt. Und das ist ja auch genau der Grund, warum wir überhaupt das Spiel spielen, weil wir es verhindern wollen, dass es eine ewige Nacht gibt. Ja, und da sehen wir auch schon unsere... Ach nee, Moment, wir sehen noch gar nichts. War ich etwas zu voreilig. Da sehen wir erstmal nur eine Blumenwiese. Hatte ich übrigens schon die schöne Musik erwähnt.星降りの丘で流れ星を見るたびに祈ってたの。この世界がいつまでも優しいものでありますようにって。ねえ、覚えてる？学園で一緒だったこと。一緒に美味しいものを食べたり、一緒に湖を見に行ったり。 Ja, Eurulm ist die Stadt, in der das Ganze spielt. Ja, leider ist es ja oft so in diesen Spielen, wenn die Leute denn hier erstmal anfangen, Zukunftspläne zu schmieden, dass dann irgendwas Übles dazwischen kommt. Übrigens, die Häuser hier und so sind alles nur Deko, man kann da nicht reingehen. Man kann jetzt auch hier nicht rumstromern, jedenfalls noch nicht. Dann wird einem wieder gesagt, nee, man muss jetzt woanders hin. Aber wie gesagt, in Häuser reingehen kann man nicht, es gibt nur unser Hauptquartier. Und ansonsten Straßen, durch die man sich bewegt. Was können wir jetzt machen? Achso, genau, Double Chase können wir mit Kreis aktivieren, aber nur, wenn es auch aufleuchtet. So, dafür müssen wir viermal Double Attack machen. Das ist ja das, was wir schon mehrfach geschafft hatten. Und dann haben wir Double Chase aktiviert. So, einmal.
Und deshalb sind hier auch quasi so viele Gegner, damit wir das überhaupt machen können, wenn jemand so ungeschickt spielt wie ich. So, jetzt können wir hier Double Chase machen. Und das ist nur eine von diesen Combo-Aktionen, die wir haben. Und da sah man gerade schon, dass es eine sehr innige Freundschaft ist zwischen Alushe und Liliane. Übrigens, diese Monster, die droppen auch ab und zu so Kram, so Stiefelsymbole oder Herzen oder sowas. Das sind alles Sachen, wo man dann kleine Buffs bekommt, temporärer Art, oder wo man geheilt wird. Aber so ein Attack-Buff, Speed-Buff oder sowas kann man dann hier immer einsacken. Tja, wer das wohl ist, wir werden es gleich erfahren. Also, ja, nicht gleich, aber dauert nicht mehr lange. Ach ja, genau. Jetzt kommen wir hier noch zu Action-Sequenzen. Und zwar hier ist jetzt quasi so ein Seil drüber gespannt, wo wir quasi entlang schlittern können. Und da gibt es mehrere solche Sachen. Wir können Büsche in Brand setzen, wir können über Gondeln springen und also ja, so ein bisschen ein Hauch Uncharted-Feeling kommt auf. Letztendlich ist es nur der Druck eines Knopfes, aber trotzdem schön, dass man nicht immer nur geradeaus laufen muss. Ah, hier ist übrigens so ein Busch, den wir entzünden können, wenn wir jemand dabei hätten mit dem Feuerzeug. Haben wir jetzt nicht, aber finden wir später. Und in der Regel, ihr seht, da hinten ist eine Truhe, ist denn dahinter ein Schatz. Das heißt, es ist natürlich so eine Backtracking-Geschichte, dass man dann später nochmal mit einem anderen Begleiter dahin geht, der halt so eine Feuerfähigkeit hat, um dann diesen Busch zu entzünden, um dann dahinter an die Truhe zu kommen. Aber das ist auch ein bisschen Motivation. Man muss ja nicht jeden Schatz mitnehmen. Aber man kann, wenn man möchte. Wir sind übrigens gleich da. Es ist ein Kampf, glaube ich, noch. Und dann kommen wir, glaube ich, zur Kurie. Genau, Lilyburst. Das ist quasi unser S-Break oder unser Limit-Break, wie es in verschiedenen Spielen so heißt. Gibt also so einen Spannungsbalken, das ist das, was wir in den Blütenblättern auch gesehen haben. Also Double Attack viermal hat ja das eine ausgelöst und diese Blütenblätter lösen jetzt das andere aus, dass wir dann eben unseren Superangriff da machen können. Mit L1 und Kreis, und ich kann mir sowas nie merken, deshalb finde ich super, dass es hier dann eingeblendet ist, sobald wir es machen können, nämlich jetzt. Ah, hier ist so ein Buff. Das war jetzt gerade mal 100 Hitpoints geheilt für alle denn übrigens.
Ja, das war ein defensiver Buff. Der wirkt übrigens auch nach dem Kampf noch. Wenn es hier weitergeht, ein bisschen beeilt, dann seht ihr, der wirkt immer noch. Jetzt kommen wir leider nur schon zur Kurie. Oder was heißt leider? Ist eigentlich ganz gut. Denn jetzt kommt die entscheidende Frage. Was ist der Grund, warum wir Liliana mit hierher bringen sollten? Lilia, was ist denn? きっと教皇様がお待ちかねだわ。エージェントアルーシェ、よく任務を果たしました。あなたを聖騎士に任命します。 Beförderung zum Heiligen Ritter erstmal für Alush. ヨウマツキの女王が姿を現しました。このままではこの世界を夜が支配し、誰も目覚めることがない終わりが来てしまう。教皇様、私がその月の女王を倒すのですか？ 人間が叶う相手ではありません。私たち教皇庁はこれまで月の女王が現れるたびに時の花嫁を捧げ、その力を封印してきました。エージェント・アルーシェ、あなたに聖騎士として最初の任務を与えます。ヨウマ月の女王のもとへ 時の花嫁を捧げ、封印するのです。パダム。巫女リリアーナ、あなたは時の花嫁に選ばれました。歴代の聖女たちに匹敵する力を持っている。私たちはそう判断したのです。じゃあ。Unsere Aufgabe ist nicht etwa, die Mondkönigin zu besiegen, sondern ihr ein Opfer darzubringen, und zwar unsere alte Freundin Liliane. Nur so können wir die Welt retten, indem wir der Monddämonin ein Opfer darbringen. Ja, Liliana ist schicksalsergeben. Ja, das ist die Dame in dem blauen Kleid, die wir eben schon mal gesehen haben. Das ist Runeheit. Und sie will jetzt verhindern, dass wir Liliana als Opfer darbieten. Denn die drei sind ja Kindheitsfreundinnen. Interessante Augenfarbe übrigens. So, Active Skills. Was war das nochmal? Ach so, genau. Je nachdem, mit welcher Lili, also mit welcher Begleiterin wir unterwegs sind, gibt es halt unterschiedliche Effekte. Zum Beispiel irgendwie einen Support-Skill oder was anderes. Okay.
So, hier kann man jetzt sehen, dass wir mit Rune halt zum Beispiel ganz andere Partnerangriffe haben als mit Lily, als mit Liliana. Das ist die Mondkönigin, unsere Antagonistin. お前が死の味を知りたいのなら、それもいいだ。すまないが、光の戦士様。バカ、そんなこと言ってる場合か。 Müssen wir jetzt bereits im Prolog gegen sie ankämpfen. Ja, das wird halt irgendwann automatisch passieren. Irgendwelche Special Skills, da achte ich jetzt im Kampf gar nicht groß drauf. Okay, tatsächlich. Es geht gegen die Mondkönigin. Und die hat schon Statuseffekte drauf. Zum Beispiel einfrieren. Und ich sollte vielleicht auch mal ausweichen. Denn diese Bosskämpfe sind eine ganz andere Nummer als die kleinen Kämpfe. Ja, zum Glück habe ich ja Begleiter, die mich dann ein bisschen schützen. Aber so von Malvasia, da habe ich ja kaum was abgezogen. Also sie hat jetzt 1% Hitpoints verloren. Ah, so wird das schon ein bisschen besser. Na, da habe ich wohl versagt.初代聖女は妖魔の長であるヨルの君を倒しました。しかし、その時に世界にまき散らされた青い血に触れたものは、夜にうごめく邪妖となってしまったのです。以来、この地は夜を奪われた夜のない国となりました。私たち教皇庁は、 この世界の均衡を守り抜いてきたのです。一刻も早く時の花嫁を捧げなくてはなりません。ああ、
時の花よりも捧げてはいけません。時の花よりの力を得た月の女王は永遠の夜をもたらす力を手に入れてしまう。永遠の夜、それはすべてが夢の中に包まれ、誰も目覚めることのない常世の世界。 Ja, da habe ich tatsächlich noch ein bisschen Gelegenheit, jetzt dazu was zu sagen. Bevor ich jetzt auf Speichern drücke, also unser Spielziel ist es jetzt tatsächlich zu verhindern, dass die Priesterin Liliana, also die Braut der Zeit, geopfert wird. Denn es ist zu befürchten, dass wenn diese Mondkönigin das Opfer von Liliana entgegennimmt, dass sie dann überhaupt erst dazu in der Lage ist, die ewige Nacht auszurufen, dass es halt überhaupt keinen Tag mehr gibt und dass dann halt ja, es eben auch keine Menschen mehr gibt. Was die Kurie mit dem Ganzen zu tun hat, ist noch ein bisschen unklar. Auf jeden Fall, Alush ist ja in dem Kampf eben gestorben. Warum sie jetzt da wieder erwacht ist und so, das wird uns gleich noch erklärt. Jedenfalls fand ich das auch das Outfit von dieser Steampunk-Lady ziemlich geil. Überhaupt, der ganze Spielstil ist ja so ein bisschen wie im viktorianischen England, sagen wir mal so Ende 19. Jahrhundert und dann so ein bisschen im Steampunk-Style. Das ist schon ganz gut gemacht. Das war im Vorgänger ja auch so, aber die haben halt hier von der Atmosphäre nochmal eine Schippe draufgelegt. So, einmal kurz speichern und dann... weiter mit der Alchemistin oder was es ist. ここは教皇庁の研究室だ。気分は？ Ja, es ist also ein Labor innerhalb der Kurie. なんか不思議な感覚が。リリアは、ルエはどこに？ Augenfarbe. Ja, Liliana und Ruhenheit sind beide verschwunden. お前が殺された後にな。 Und Alush ist wirklich gestorben. Mutterkumbo, und wir leben jetzt wieder in einem Körper, der ein Halbdämon ist. Camilla verfügt also über eine Technologie, eine unvollkommene Technologie, um Halbdämonen zu erschaffen. Und zwar wurde uns das blaue Blut eingeflößt. Dieses blaue Blut, das ist ja so,
das gefährlich. Also das macht Menschen zum Beispiel dann auch zu hirnlosen Dämonen und so. Dem sollte man also aus dem Weg gehen. Normalerweise. Aber Alush verdankt dem jetzt ihr Leben.私が。そんな。嘘だ。嘘だ。落ち着け、エージェントアルシュ。お前にはやるべきことがあるはずだ。教皇は任務の継続を希望している。お前はまずリリアーナを探さねばならない。そうだな。 Agent Arusha. So, wir sind ja hier im Gebäude der Kurie. Camilla ist dementsprechend eine Angestellte der Kurie. Und die Kurie möchte, dass Alush immer noch ihre Mission ausführt, nämlich Liliana zu finden und später auch der Dämonen, nicht der Dämonenkönig, der Mondkönigin zu opfern. Ja, und es geht dann jetzt nach Eurulm. Und das ist halt der Ort, wo Liliana zuletzt gesehen wurde. Und das ist auch der Ort, wo Arush und Liliana ihre Kindheit verbracht haben. Ja genau, in Eurulm ist das Hotel unsere Operationsbasis. Ja, das ist übrigens das Hauptgeschäft hier in dem Spiel. Man läuft halt von A nach B und erfüllt irgendwelche Missionen, holt irgendwelche Sachen ab, rettet irgendwelche anderen Leute oder sucht irgendwas. Und auf diesem Weg dahin trifft man halt auf ganz, ganz viele Feindgruppen. Diese Kämpfe gehen in der Regel schnell von der Hand und machen auch sogar Spaß bis zum 100., 200. Mal. Und dann beginnt es für mich zum Beispiel ein bisschen langweilig zu werden. Aber das ist für andere Leute natürlich anders. Dadurch, dass wir jetzt dieses blaue Dämonenblut in uns haben, können wir jetzt auch so ein Dämonenschwert benutzen. Es gibt übrigens ein klassisches Level-Up-System hier, also wir können sowohl Skills leveln durch bestimmte Sachen, wir können unsere Charaktere leveln, wir können unsere Begleiter leveln. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, uns zu verstärken und dann auch so das übliche System, die Begleiter noch bis zum Max-Level bringen, danach wieder auf Null zu resetten und dann nochmal zu verstärken und so. Also man kann das hier ziemlich weit treiben, aber man kann auch die Story einfach ganz normal durchspielen. Ich würde sagen, in der heutigen Folge, da gehen wir noch bis zum Hotel und dann gucken wir uns danach das nochmal weiter an. Aber man braucht ein bisschen Zeit, um zu wissen, was in dem Spiel hier so abgeht.
Was eben auch noch wichtig ist, wo ich noch gern drauf eingehen will, ist das Zeitlimit, was wir haben und wie unsere Missionen aussehen und so weiter. Das kriegen wir alles nicht in einer Folge hin. Ja, letztendlich, die ganzen sind halt auch wieder irgendwelche Kombos. Ich sehe Quadrate, ich sehe Dreiecke, ich werde also das drücken. Zwischendurch übrigens immer wieder aufgepocht, dass wir Missionen wir gerade erledigt haben und so. Das finde ich schön, dass es einfach so nebenbei passiert. Dass man kurz darüber informiert wird, dass man irgendwas erreicht hat. Revenge Attack gerade, weil ich jemanden angegriffen habe, der Camilla angegriffen hat. Statusveränderungen werden uns gleich auch noch erklärt. Also zum Beispiel bei Burn ist es wichtig, sich viel zu bewegen, während es bei Poison wichtig ist, sich möglichst nicht zu bewegen, damit diese Effekte schneller abklingen. Doda, Hanyo toshite tatakatta kansou wa kore ga watashi no chikara. 驚くにはまだ早い。お前は十分にその血の力を使えていない。お前には妖魔の血と共にある汎用の血を流し込んだ。 Ja, also erstmal noch eine wichtige Sache. Wir haben jetzt nur den Hauch unserer Fähigkeiten bereits benutzt und das kann ich euch auch, da kann ich meine Hand für ins Feuer legen, denn ich habe den Skillbaum schon gesehen. Also man kann sehr, sehr viele Skills noch dazu kaufen, die einen noch sehr stark verbessern werden. Aber jetzt noch die wichtige Information, denn es gibt einen ganz besonderen Dämon, mit dem unser Blut jetzt vermischt wurde. Und das ist... So. Densetsu no Hanyo. Anas no chi da. Nämlich das Blut von Anis. Die Protagonistin aus dem ersten Teil, wenn ich mich richtig entsinne. Anas? Yoma no Osa, Yoru no Kimi to tatakatta to iu, ano? Sa, iku zo. Chotto! Ja, jetzt werden halt die Sachen noch erklärt, Schokolade, Handschuhe und so weiter. Also wir sehen Hitpoints heilen, TNS sagt mir jetzt nichts. Attack, Defense ist ja klar. Speed und Critical. TNS, was mag das sein? Ja, hier jetzt die Statuseffekte: Burn, Freeze, Shock, Stun und Poison. Und wir finden bestimmt auch noch Begleiter, die dann diese Statuseffekte aufheben können oder so durch irgendwelche Skills. Wo ist denn jetzt noch niemand da? So. Wo müssen wir denn lang? Mal Option drücken und dann sehen wir das. Ist das schon das Hotel? Ah, da kommt bestimmt noch ein Kampf vor. So ein offener Platz kann man sich immer schon drauf verlassen. Da kommt ein Fallgatter runter und da wird dann gekämpft. Ja. Oder auch nicht. Omae wa Nero, Nero janai ka? Nero, genki datta ka? Yoshi yoshi. Omae
Ja, das ist Nero, Alushes Katze von früher, die jetzt aber auch zu einem Dämon geworden ist, beziehungsweise zu so einem kleineren Dämon. Die Abstufung ist ja dann Fiend. Also Fiend sind die normalen Gegner, die wir haben, und Dämonen wäre dann halt was Mächtigeres. Und Nero scheint diese Dunkelheit gar nichts auszumachen. Also es geht ja nicht um die Dunkelheit, dass man den nicht sieht, sondern es ist halt, wenn es dunkel ist, wenn es Nacht ist, dann verwandeln sich Menschen und Tiere halt in Dämonen. Was Genau, Camilla erklärt es nochmal schön. Wenn man Kontakt mit dem blauen Blut bekommt, dann wird man zu einem Fiend und verliert dann halt die Geisteskontrolle über sich selber. Bei ein paar Menschen und Tieren ist es aber so, die bleiben, wer sie vorher waren, und behalten ihre eigene Persönlichkeit. Und genauso ist es jetzt mit Nero gewesen. Und Nero kann sprechen. Wobei Nero gerade uns nochmal aufklärt, dass er schon immer sprechen konnte, nur wir ihn früher nicht verstehen konnten. Muss also im blauen Blut liegen, dass wir jetzt auch die Sprache der Fiends verstehen können. So, Nero ist jetzt einer unserer Fiendbegleiter und der hat auch eine Spezialfähigkeit, nämlich, wer hätte es auch nicht gedacht, er hat so einen brennenden Schweif und damit kann er dann halt Feuer legen. Diese Fiendbegleiter heißen halt Servants. Und ja, davon können wir zwei Stück haben und können dann halt mit L2 bzw. R2 die entsprechende Fähigkeit auslösen. Gucken wir uns das mal an. In diesem Fall wäre es L2. So sieht das dann aus. Und das kann er übrigens öfter machen. Ihr seht da so einen kleinen gelb-orangen Balken unter seiner Hitpoint-Leiste. Und das ist halt dann seine Mana-Leiste. Also, das ist nicht so klug. Oh, da nochmal. Aber es war nett, dass es zumindest nicht ausgelöst hat, wenn gar kein Gegner im Zielbereich war. Und ihr habt da kurz Herzen gesehen. Solche Aktionen hier steigern die Freundschaft zwischen den beiden Charakteren. Arigato. Nero, omae tsuyoi da na. Betsu ni homete mo nani mo denei yo. Na, kore kara mo chikara o kashite kurenai ka? Liliana, tasuketai da.
お前、まあな。でも私だけじゃきっと力不足だ。あげられるものは何もないけど。ダメかな。なことねえよ。え？なんでもねえ。いいぜ。手伝ってやるよ。ご主人。本当か。ありがとう。これからよろしくな。邪妖を連れて行くのか？ 行けませんか？いや、これからも心を保った邪妖を見かけたら仲間に入れればいい。 Ja, wir sollten es noch öfter versuchen, wenn wir Fiends treffen, die immer noch ihre Seele haben, dann sollte man halt versuchen, die dazu zu bringen, einen zu begleiten. Und Nero begleitet uns jetzt erstmal. きっと邪妖の中にも溶け込めず、人にも受け入れられることのなかった存在だ。 カミラさん、わかりました。あいつも内心喜んでいるはずさ。け、何言ってるかわかんねえくせに好き勝手言ってんな。そんな嘘だ。いや。それは、come nicht durch. Ah, genau, da brauchen wir jetzt den Skill Freeze. Haben wir nicht. Wir haben den Skill Burn. Vielleicht hier? Ja, das sieht besser aus. Gosujin, Gosujin, chotto kite kure. Hm? Dou shita? Ore no chikara o misete yaru yo. Auch wieder nur Knopf drücken. Es sorgt eben dafür, dass man nicht immer dieselben Begleiter mit sich rumschleppt, sondern auch mal Abwechslung hat. Und Balladonna ist so ein Accessoire, das können wir später im Hotel ausrüsten. Bringt dann halt ein paar Hitpoints oder ein paar Attack Value oder sowas. Letztendlich, die Accessoires bringen kaum was. Haben wir dann noch einen Kampf vor dem Hotel. So, das war's jetzt aber. Hotel Ewigkeit, da steigen wir jetzt ab.
Da kann man es übrigens aushalten, also hab schon schlechtere Hotels gesehen. Von außen sieht es gleich nicht ganz so einladend aus, aber von innen ist schon schön. Hotel Eternada. Sugoi. 今は私が管理を任されている。これからはここを拠点としよう。ほら、早速お客さんのようだ。ルエ。本当にアルなのか。あの時死んだんじゃ。 Ja, stimmt, Rune halt wusste ja noch gar nicht, dass wir jetzt wieder leben. Ah, ikitetanda. Rue koso douste koko ni? Watashi ga jōhou o nagashita. Omae ga koko ni kuru to na. Baka! Ittai dore dake shinpai kakereba ki ga sumu nda? Ikite iru nara, ikite iru to itte yo! E? Sonna mucha na? うるさい。でも生きていてよかった。ある。それでリリアはどこに? Ah, Runheit weiß auch nicht, wo Liliane ist. Liliana, übrigens. ルエも知らないんだ。私もわからないよ。 一体どこへ。この町での目撃情報を頼りに探すしかないようだな。あなたは？紹介するよ。この人は私の命を救ってくれたカミラさん。カミラって、あのカミラ博士ですか？知ってるの？ Camilla scheint wohl ganz berühmt zu sein, wusste ich noch gar nicht, also wusste Alush noch nicht. Berühmte Dämonenforscherin. この方の研究があったから、この町の首都移転も成功したんだろうが。そんなことも知らないのか？まったく、そういうのを世間知らずと。まあ。 私のことはいい。ルーエンハイド、お前のことを調べさせてもらった。私のこと？教皇庁と敵対しているルルド教団に所属してはいるが、今のお前は幼馴染のリリアーナを助けようと心から思っている。そうだな、ルーエンハイド。はい。 Ja, Ruinheit hat sich ja selbst die Aufgabe gestellt, Liliana zu beschützen. Sie kämpft ja quasi gegen die Kurie. Und Camilla redet jetzt aber um ein offenes Wort und bittet Ruinheit um ihre Hilfe, weil ihr Spirit Sword unheimlich stark gegen Dämonen ist. Dafür darf sie hier auch umsonst wohnen. Deva, heiru to shio. Futari tomo, Hotel Eterna e yō koso. Katze, jetzt hier aber nicht alles anzünden, ja? Ja, kann man schon aushalten hier, ne? よし、準備を整えてすぐに探しに行こう。待て。お前はまだ過度に動いていい体じゃない。今日はもう外に出るな。そんな。ここにはいろいろな施設がある。今のうちに見ておけ。わかりました。
Ja, wir sollen uns jetzt erstmal ausruhen, aber vorher sollen wir uns das Hotel nochmal angucken. Ja, das waren jetzt irgendwelche kostenlosen DLCs, die automatisch beim Kauf des Spiels mit dabei waren. Also zwei Servants und irgendwie so ein, nee, drei Servants und ein Kostüm. Zwei Kostüme. Kann ich jetzt hier eigentlich schon abspeichern? Nein, das wird mir dann gleich erst erklärt. Dann müssen wir jetzt einmal mit allen Leuten. Oder Kreis? Nee. Ja, wir müssen mit allen Leuten reden. Hajimemashite. Tou Hotel no ukezuke o shite orimasu. Kaede o komari no sai wa watashi ka kakusho no shikigami ni o koe gake kudasai. Sugoi na. Hanaseru ningyou nante. Koitsura ni wa hotel no kanri o sasete iru. Ma, ima wa kyaku ga kuru koto wa nai ga. 稼働させておくと何かと便利でな。こちらでは旅の記録を行うことができます。Okay, dann nutze ich doch direkt die Gelegenheit mal zum Abspeichern. Dann können wir uns nämlich in der nächsten Folge nochmal das Hotel anschauen, was es hier alles zu machen gibt. Und dann machen wir auch unsere erste richtige Mission, wo wir dann 10 Minuten Zeit haben, unser Missionsziel zu erreichen. Also seid gespannt drauf. Bis dann. Tschüss.